mitreißende Live-Acts, tausende Fans und ein traumhaftes Festivalwetter. Das war das Saar-Spektakel 2016. Drei Tage lang hieß es Stars live und kostenlos. The Voices of Rainbow, Sascha, Sarah und Pietro Lombardi, Jürgen Drews und viele weitere Künstler begeisterten die Fans auf der großen Radio-Salü-Bühne. Die Moderatoren Sabine Kien und der Lange läuteten am Freitag die Classic Rock Radio Night ein. Den Anfang machten Puls gemeinsam mit Nie und Nimmer. Richtig laut wurde es bei der saarländischen AC/DC-Coverband TNT. Also TNT war saugeil. Ich sehe mich zum zweiten Mal, weil er mich schon mal eingeladen hat zu dem Konzert. Und heute Abend war es noch geiler drauf. Super, die Kopie ist meistens besser wie das Original. Und ich bin ein totaler Fan von TNT. Besonders heiß waren die Zuschauer aber auch auf The Voices of Rainbow. Beim Soundcheck haben sie Stargazer gespielt. Ich hoffe, dass sie es heute Abend auch spielen. Graham Bonnet und ein paar von der Down to Earth. Und ja, möglichst viel Rainbow. Am Radio Salü Supersamstag ging es los mit Meltem, für die der Auftritt in der Heimat immer etwas ganz Besonderes ist. Oh mein Gott, also ich freue mich sehr, jetzt wieder in Saarbrücken zu singen. Das ist, glaube ich, die größte Freude, die ich gerade habe. Meine Heimat hier zu Hause und deswegen freue ich mich sehr. Ja, so meine Freunde werden da sein und ich habe schon vorhin gesehen, die Fans aus Berlin und Stuttgart und Frankfurt sind auch extra angereist, was ich sehr süß finde und ich freue mich schon sehr darauf. Nach dem Auftritt des Schweizer Popsängers Jesse Witch verwandelte der Münchner DJ Mika den Tiblisser Platz in einen riesigen Dancefloor. Radio Salü holte eine der erfolgreichsten deutschen Pop- und Boybands der 90er zurück auf die Bühne. Touché. Ich sitze jetzt hier mit den Jungs von Touché. Die waren gerade auf der Bühne und die haben hier sowas von das Haus gerockt. Martin, wie hat's euch gefallen? Hammer! Also wir waren ja vor, ich glaube, 18 Jahren schon mal hier und das Geile war, es war so, als wäre keine Sekunde dazwischen gewesen. Also es war so ein völliger Flashback in die 90er. Grandios, ich bin immer noch ein bisschen geflasht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wirklich sehr, sehr dankbares Publikum. Also die haben wirklich super mitgemacht. Also es macht richtig Spaß. Es war eine super Stimmung und sogar die 20-Jährigen konnten die Texte. Ich habe genau hingeschaut. Die DSDS und TV-Stars Sarah und Pietro Lombardi freuten sich auf die saarländischen Fans. Sarah, Pietro, nachher euer großer Auftritt auf der großen Radio Salü Bühne. Was erwartet die Saarländer bei eurem Auftritt? Ja, ich glaube, die Saarländer erwartet einfach eine gute, spektakuläre Show, wie das Saar-Spektakel schon aussagt. Es wird ein Spektakel. Es wird natürlich Pietro und Sarah geben, alleine auf der Bühne, aber auch zusammen und natürlich ganz viele Songs von unserem Album Teil von mir. Und eine gute Mischung von allem. Am Abend traten Sänger Percival und im Anschluss Sascha und Band auf. Am Sonntag startete die große Sommer- und Fun-Party. 8 Kandidaten kämpften im Finale um den Titel Radio Salü Newcomer 2016. Die Stimmen der Jury wurden mit dem SMS-Voting des Publikums verrechnet. Und am Ende konnte es nur einen Gewinner geben. Für Songs, die unter die Haut gehen, sorgte das Duo Wir. Im Anschluss ließ die Schlagerboyband Feuerherz die Herzen der weiblichen Fans höher schlagen. Es war super, also die Leute waren echt gut drauf, es waren viele, viele hier. Die Stimmung war super, es haben alle mitgemacht, alle mitgesungen und mitgeklatscht und so, also es war echt cool. Jürgen Milski, Luna und Schlagerlegende Jürgen Drews heizen den Leuten zum Abschluss des Saar-Spektakels 2016 noch einmal richtig ein. Also ich war ja letztes Jahr schon so begeistert, aber dieses Jahr gab es echt nochmal eine Steigerung. Es war unglaublich. Auch am Anfang, wo ich hier hingekommen bin, bin ich am Platz vorbeigefahren. Da war es vor der Bühne noch ziemlich licht. Da habe ich gedacht, oh, heute ist sehr heiß, die Leute gehen dann lieber schwimmen. Und dann komme ich auf die Bühne raus und es gefühlt doppelt so viele Menschen wie letztes Jahr. Wahnsinn.